kommt zu Let's Play Sims 4 mit einer kleinen knuffigen Familie. Hayao spielt gerade noch ein bisschen, er muss bald schon wieder arbeiten gehen, habe ich gerade gesehen, in 24 Minuten. Deswegen bin ich am Überlegen, weil er kann ja gar nicht mehr momentan befördert werden. Ich hatte schon oft genug in den letzten Folgen eigentlich mal ein bisschen angeschnitten, dass er gerade mal den nächsten Step gehen sollte. Aber es ist ja jetzt so, dass er 3 Patienten erfolgreich diagnostizieren und behandeln müsste. Jetzt die Frage, gehen wir da mal mit? Was sagt ihr beiden? Wäre das eine gute Idee? Ausnahmsweise. Ruckelt ein bisschen. Immer noch ein bisschen schreckhaft. Und da liegt ein Stinkehäufchen. Na gut, was macht eigentlich Simon? Simon Schläfchen? Simon macht noch ein Schläfchen. Jamie ist wieder fleißig am Putzen. Und ansonsten Körnchen und Fluffel sind in einer kleinen Pferdebehausung. Und chillen da noch ein bisschen. Hier wollte ich gerade liegen. Dann gehe ich halt woanders hin. Imuli ist trotzdem an Ort und Stelle eingeschlafen. Okay, deswegen würde ich sagen, Fabian muss sowieso bald in die Schule. Wir gehen einfach mal mit. Komm, wir machen mal wieder einen Arbeitstag. Und gucken mal, dass wir das eventuell irgendwie hinbekommen. 3 erfolgreiche Diagnosen durchführen. Wird, glaube ich, ein bisschen sportlich vom Zeitplan her. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Deswegen gucken wir uns erstmal um. Ja, nicht jetzt schon wieder spielen. Wie sieht denn deine Bedürfnisse eigentlich aus? Alles super. Ansonsten hier verspielt werden. Das kann er mal drin lassen. Und er möchte ganz gern befördert werden. An der Rezeption haben wir Felix Löhrer sitzen. Und ansonsten... Oh, ist heute aber nicht so viel los. Wen haben wir denn hier? Marek Afifi und Sarah Föll. Beide kennst du noch nicht. Deswegen würde ich sagen, komm, begrüßen wir mal ihn. Patienten untersuchen. Bitten zu gehen. Nein, wenn nehmen wir einen Abstrich. Ja, dir geht's nicht so gut, ne? Ja, ich weiß nicht ganz genau, was ich habe. Ich weiß gar nicht, was wir mit Hayao arbeiten gewesen sind. Ist schon ein bisschen her. So. Dann zeig mal, was du kannst. Hat ja gut geklappt. Und als nächstes mal die Temperatur untersuchen. Er möchte die ganze Zeit immer spielen. Was? Patient mit Röntgen, Apparatröntgen? Achso, wie ist denn das überhaupt, wenn Sie eine Diagnose erstellen müssen? Steht da irgendwas dazu? Führe genügend Untersuchung an einem Patienten durch, um die korrekte Diagnose zu stellen und schlage dann die passende Behandlung vor. Okay, am Röntgengerät. Waren wir da schon mal? Jetzt die Frage, wo ist das Röntgengerät? Patient behandeln. Röntgenaufnahmen. Patient mit Röntgenapparat, Röntgen. Achso, ich muss ihn, glaube ich, erstmal hinschicken, ne? Ärztliche Anordnung. Röntgenuntersuchung. Geröntgen kann man schon lange nicht mehr. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Gehen wir mal, ne? Wir haben heute noch viel zu tun. Gucken, ob wir das alles eine Folge packen können. Schön sauber ist es hier. Ah, guck mal hier. Cahill ist auch da. Was hast du überhaupt für einen Berufs- oder für einen Status Arzt? Sind beide Ärzte, okay. Fabian ist zur Schule. Kann ich davon ein Bildchen machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil, oder? Oh doch, das geht. Supi. Ich zoome ein bisschen vor. Vielleicht ist noch jemand gerade zur Arbeit gekommen, jetzt richtig gesehen hat. Na, nee. Der nächste Patient? Nee. Ach nee, Hilfskrankenschwester Saori Ueda. Jemand Neues hat als Arzt angefangen oder beziehungsweise in unserem Krankenhaus. Ah, ihm geht's ganz okay. Wie war das nochmal? Die Ergebnisse der Röntgenuntersuchung von Marik weisen eindeutig auf eine behandelbare Krankheit hin. So jetzt die Frage. Wieso habe ich denn hier? Ich würde hier so den Arbeitsbutton drin haben. Sandy Krämer ruft an. Hallo Hayao, ich frage mich, ob es sich lohnt, Eric Lewis besser kennenzulernen. Was denkst du darüber? Bleib am Ball. Dann haben wir, wir können noch die Öhrchen untersuchen. Klare Diagnose können wir schon machen. Nee, wir können noch
Das wäre ja wahrscheinlich dann mehr so geraten. Ohne Untersuchung zu Diagnosezwecks Test durchführen. Mache Tests an einem Patienten, bis Diagnostizieren freigeschaltet wurde. Okay. Akzeptable Diagnose. Naja, besitzt genügend Untersuchungsdaten, um Marek Afifi eine mögliche Diagnose an Untersuchungsliege zu stellen. Weitere Tests können für mehr Sicherheit sorgen. Gucken wir mal. Klare Diagnose. Ärztliche Anordnung? Nee, das ist auch nicht. Romantik. Aber normalerweise hat man es doch hier, dass dann irgendwie... Wir machen mal weiter, weil da ist dann, glaube ich, so ein Däumchen nach oben, Däumchen nach unten, oder? Deswegen... Oder ich habe den Button übersehen. Das kann natürlich auch sein. Essen bringen brauchen wir noch nicht machen. Patienten behandeln. Zusammengebrochenen Sim untersuchen. Was ist das denn? Oh Gott. Gut, dass diese Sim es nach drinnen geschafft hat, bevor er zusammengebrochen ist. Jemand sollte sich sicherstellen, dass er noch atmet. Was? Das sieht alles gut aus. Macht mir keine Angst. Diagnostizieren? Okay, es sind nur noch zwei. Dann machen wir die Augen untersuchen. Ja, kann passieren, Hayo. Dann werden wir einmal eine Analyse durchführen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich... Hier ist ja kaputt. Wow. Ja, müssen wir wohl einen Laufbandtest machen. Dringender Fall. Aufruf für Dr. Tatsumiki. Ein sehr kranker Sim ist ins Wartezimmer gestolpert. Er kann kaum noch stehen und ist halb ohnmächtig. Bitte komm schnell zum Empfang. Er braucht dringend medizinische Hilfe. Oh nein. Was, wo? Mir geht's gar nicht gut. Oh Gott. Oh Gott. Was können wir machen? Mit OP behandeln. Jetzt aber schnell. Hayao. Lass dir ruhig Zeit. Ah, da hätten wir uns Analysegerät repariert. Vielen Dank. Bitte, bleiben Sie ruhig. Kommen Sie einfach mit. So, und jetzt? Chirurgische Behandlung anordnen. Jetzt aber schnell. Das wird dann wahrscheinlich hinten an diesem Tischlein sein. An einer der beiden. Der Liebestag beginnt morgen. Haben wir auch noch ein bisschen von. So. Ah jo, dann zeig mal, was du kannst. Aber durch den dringenden Zwischenfall wird ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr gering, dass wir heute die drei Patienten diagnostizieren. Ja, dann alles drin. Ein Fischi. Kitzelt ein bisschen, ne? Upsi. Cho ruft an, um zu plaudern. Willst du rangehen? Ist gerade schlecht, Cho. Während der OP, weißt du? Und geschafft? Großartiger Ruf. Jeder nimmt gerne an den von Ohio veranstalteten Gesellschaftsereignissen teil. Da ist es nun einfacher, während eines solchen Ereignisses Gold-Level-Belohnung zu erhalten. Darüber hinaus erhält er telefonische Vorschläge für spannende Gelegenheiten, wie zum Beispiel die Teilnahme an Wohltätigkeitspartys, Stellenangebote für neue Karrieren mit sofortem Beförderung und vieles mehr. Falls Ohio an Dates interessiert sein sollte, kann auch dabei ein guter Ruf hilfreich sein. Bei einer romantischen Vorstellung besteht die Chance, eine Beziehung mit erhöhter Romantik zu beginnen. Kinder erhalten erst alle auf ihrem Ruf basierende Vorteile, wenn sie zum Teenager heranwachsen. Die OP war erfolgreich. Dank einer der korrekten Diagnose konnte Hayao die Krankheit von Daichi Fujita durch eine Operation auf dem OP-Tisch heilen. Zählt das jetzt bei uns mit drin? Jawohl, 1 von 3. Und ansonsten hat man noch ja irgendwas? Ah, hier, großartiger Ruf. Steht da noch irgendwas dazu?
Andere Sims sind begeistert davon, sich mit jemandem mit einem so guten Ruf zu umgeben. Du wirst am Telefon verschiedene besondere Angebote erhalten. Wenn du eine Party veranstaltest, möchte jeder daran teilnehmen, sodass du während der Ereignisse von Gold-Level-Belohnungen verdienen kannst. Ein guter Ruf kann auch dein Liebesleben verbessern. Wenn du dich romantisch vorstellst, kann die Beziehung auf deinem höheren Level beginnen. Da müssen wir jetzt... Ist er noch da? Ach so, er hat sich nur woanders hingesetzt. Achso, wir könnten eine Analyse durchführen. Das wäre dann diese hier. Haben wir gut hingekriegt. Bin ich erleichtert. Bin fleißig gearbeitet. Dass wir wenigstens mit zwei erfolgreichen Diagnosen rausgehen, das wäre vielleicht schon eine tolle Sache. Und? Was sagst du? Kann ich einen Schluck Kaffee in der Zeit trinken? Analyse abgeschlossen. Perfekt. Beim Test der Gewebeprobe im chemischen Analysegerät wurden keine Ergebnisse erzielt. Ja, toll. Jetzt will er mit Cahill plaudern. Über was? Büroaffäre tratschen? Das ist aber nicht wirklich tratschen, oder? Achso, okay, muss erst noch fertig arbeiten. Oder auch nicht. Okay. Ja, dann lassen wir das. Klare Diagnose. Wir haben immer nur noch zwei. Sollen wir nochmal einen Abstrich nehmen? Allgemeinzustand reden. Wir könnten den Laufbahntest anordnen. Das könnten wir noch machen. Der arme Kerl. Dann gehen wir schon mal hier rüber. Aha. So, jetzt muss auch wieder los. Was ist das denn? Eleanor Sullivan. Säuglinge können ganz schön aufregend sein, besonders für frisch gebackene Eltern. Ich habe mich auf Kinderbetreuung spezialisiert und bereits viele Familien in deiner Nachbarschaft geholfen. Ich würde dir gerne ein paar Tage unter die Arme greifen, falls du weit bist, mich bei dir wohnen zu lassen. Hä? Okay. Nein, danke, klar. Machen wir das mal? Keine Ahnung. Wow. Das kenne ich überhaupt nicht. Ich hoffe, wir können dann für ihn eine klare Diagnose erstellen. Ich bin ja mal gespannt, hä? Ach, Mann. Aber, Entschuldigung. Vorsichtig, Haya, aber nicht zu schnell. Ja, toll, ich sag's noch. Okay. Die Ergebnisse des Laufbahntests von Marik sind nicht eindeutig. Führen die Tests noch einmal durch oder mach einen anderen Test. Was ist denn mit ihm? Was hat er denn? Einen Patienten diagnostizieren. Komm, wir gucken mal. Wo will er jetzt hin? Er will schöne Müll wühlen oder was? Wo gehst du hin? Ganz da hinten hin? Ob das so arztlike ist? So reicht doch wieder. Ja, jetzt mit Cahill plaudern. Jetzt gehst du erstmal Hände waschen. Und dann, ja, wie machen wir das? Jetzt hat er seinen Patienten hier stehen lassen. Wir probieren mal eine klare Diagnose. Dreifach Drohung, sternklare Augen. Hast du sternklare Augen? Komm, wir probieren es mal. 50-50 Chance. Ist aber ein schwieriger Patient. Ja, toll. Schnell weg, hat keiner gesehen. Hä? Ärztliche Anordnung? Patienten- und Untersuchungsliege? Meine Güte. Vielleicht repariert sie ja... Hä? Ach, wollte einfach mal ein bisschen an den Rechner gehen. Kein Problem. Wir waren das nicht. Repariert sie es? Nein, sie wischt auf. Ja, sehr fleißig. So, an welches Bettchen gehen wir diesmal? Oh, nehmen wir halt nur das Bettchen, okay. Ein Patient, drei Bettchen. So, jetzt gucken wir mal. Klare Diagnose. Wir hatten gesagt, sternklare Augen. Bitte, bitte, bitte. Drück die Daumen. Sieht gar nicht gut aus. Die haben sternklare Augen. Diagnose erstellt. Daher ja, die Krankheit von Marik Afifi diagnostiziert hat, kann eine Behandlung mit Medikamenten auf der Untersuchungsliege erfolgen. Patienten behandeln. Medikament geben.
Robin. Komu de Busa. Einmal für Sie, werter Herr. Komu. Muss ich das wirklich nehmen? Und? Jawohl! Sehr schön. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Marik. Guck mal, wen haben wir denn hier noch? Kennen wir noch jemanden davon? Oh Gott, Hendrik Lamberts und Carmine Luna. Komm, nehm dich mal hier. Patienten behandeln, ärztliche Anordnung. Patienten zur Untersuchungsliege bitten. Aber er grinst noch. Ist heute Schultag, Donnerstag? Na? Wer läuft denn da draußen? Hä? Moment. Ach so, er hat sich gar nicht umgezogen. Ja, wow. Hayao? Guten Tag. Sie sind also die neue Hilfskrankenschwester, okay. Du sollst eigentlich arbeiten, Hayao. Oh, heute soll es noch regnen. Mit Howdy vorstellen. Oh. Fabian, Einzelschüler, sehr schön. Noch eine Diagnose durchführen. Ja, wir müssen arbeiten. Was machst du da jetzt schon wieder da? Frage anhören. Malst du auch gerne? Ja, ab und zu bin ich auch mal kreativ tätig. Jetzt gibt er an mit seiner Diagnose oder was? Behandlung? Genau, kriminelles Superhirn. Okay, jetzt müssen wir aber los. Komm hier. Wir hatten jetzt bei ihm gesagt, ärztliche Anordnung. Und da haben wir noch Kevin Paulus, den kennst du sogar ein bisschen. Aber du bist leider gerade mit als letzter Patient hier erschienen, deswegen. Und er hat sich vorgedrängelt. Ich habe es genau gesehen, Tobias. Oh, den kennst du sogar gut. Moment, den kennst du ja richtig gut. Ist er verbuggt oder was? Moment. Ich kann ihn nicht auswählen. Und du bist schon wieder gesund geworden? Ja, ich habe mich gerade selbst behandelt. Ist alles kein Problem. Okay, dann nehmen wir Tobias. So, jetzt die Frage. Ist das der Tobias aus unserer ersten Wohnung? Tobias Palm, ich glaube, oder? Also jetzt geht er doch hin. Mit Hendrik plaudern. Okay. Wir können doch hier auch bestimmt auch ein bisschen noch verlängern. Länger bleiben. Ach, jetzt geht's doch. Okay. So. Und dann erstmal Hallo sagen. Smalltalk. Nach Tag fragen. Und dann nehmen wir einen Abstrich. Drüben vom anderen Zimmer. Okay. Vielleicht muss ich mal rausnehmen. Oh Gott. Nee. Abstrich nehmen. Wir machen auf jeden Fall heute einen guten Arbeitstag. Und dann werden wir gleich noch Temperatur messen. Da. Oh. Was ist das denn los? Ein Abstrich genommen. Wo möchte gern Arzt, du? Tobias Palm wurde erfolgreich eine Gewebe entnommen, okay? Weitere Untersuchungen und Tests nötig. Die Untersuchung von Tobias hat zu interessanten Ergebnissen geführt. Hat folgende Merkmale kennengelernt. Gemein ist Tobias, okay? Wie sieht das jetzt zeittechnisch aus? Wir werden erstmal die Probe analysieren. Paru, was machst denn du hier? Was ist da denn los? Ich wollte ja mal vorbeigucken, was Hayao hier so für Arbeit macht. Gesundheit. Ja, wir reden mit Cahill, ne? Was über Reinfall? Ich glaube, es geht schief. Oder hat Paru jetzt hier rein zufällig angefangen? Nee, ne? Nö, oder nicht? Ich wollte einfach nur mal Hallo sagen. So, gucken wir mal. Ja.
Ist mir sehr unangenehm. Können wir das vielleicht hier mal kurz das Produkt... Hallo? Machen wir hier noch am Rechner. Wo ist er denn hin? Ich würde mich ja gerne mit dir unterhalten, aber ich versuche hier gerade noch mein Ziel zu erreichen. Vielleicht kriegt man... Hayao ignoriert mich die ganze Zeit. Das ist doch Müll. Was kann ich nur tun? Was soll ein Sim nur tun? Keio ist auch ganz vertieft in seine Arbeit. Sollte ich vielleicht einfach zu ihm fahren und Hallo sagen? Okay, können wir eine Diagnose? Gucken wir mal, klare Diagnose. Wir nehmen mal die schwitzige Schüttelfrost. Jetzt die Frage, ob das dann gleich zählt. Kriegt man das noch hin? Diagnose erstellt. Und Patient behandeln gegen schwitzigen Schüttelfrost. Gibt eine Spritze, ne? Weil das so gemein gewesen bis zu mir. Nein! Oh Gott, Behandlung erfolglos. Tobias scheint sich nach der Spritze nichts besser zu gehen. Diagnose von Herr war falsch und wird sich auf seine Jobleistung auswirken. Zumindest handelt es sich um einen Kunstfehler. Kann ich ihn jetzt noch weiter behandeln? Gucken wir mal. Beschweren? Nee, ich kann ihn... Ach, hätte ja klappen können. Okay, dann kannst du jetzt... Nee, wo ist ein Paro hin? Ist Paro jetzt gegangen? Nee, da ist er, komm. Wohnungsschlüssel zurücknehmen. Falsche Party einladen. Herbeirufen. Da war da gerade irgendwie Tag verschönern. Was ist das für schlechte Beziehung? Lenani. Über Karriere lügen, genau. Was hat man hier? Kündige Gedanken. Medizinischen Rat geben. Bestätigung bitten. Ich möchte ihn ganz gern irgendwie ein bisschen aufheitern. Wo haben wir das in Smalltalk? Tag verschönern hier. So. Armer Paru. Aber wir wieder halt eine 50-50 Chance, ne? Dass wir das irgendwie noch erfolgreich diagnostizieren. Jetzt ist halt Tobias eingeschlafen. Aber das ist alles nur, weil er so gemein zu uns gewesen ist. Ihr hättet euch doch davon unterhalten können. Alessia kennen wir genau. Und? Er ist so traurig. Glückliche Single-Tipps geben. Na, guck mal, jetzt sind wir glücklich. Er wollte nur eine Haltung führen mit Hayao. Müssen wir halt nochmal mit Hayao dann einen Arzttag machen. Aber das soll nicht das Problem sein, glaube ich. Oh, jetzt muss ich aber dringend auf Toilette. Das gleich geschafft. Ob er da lange schläft, dann ob er die ganze Zeit da liegen bleibt, Tobias. Fantastische Arbeit geleistet, 1482 Simoleons. So, jetzt haben wir schon fast wieder 25 Minuten rum. Also ein Arzttag ist eigentlich gefühlt fast eine Aufnahme. Was mich halt jetzt interessiert, da ist sie. Genau. Kriegt man mal Besuch von, wie hieß du? Eleanor Sullivan, Übernachtungsgast. Okay, jetzt müssen wir ja irgendwie noch ein Bettchen zuweisen, aber wir hatten ja... Nee, haben wir gar nicht. Heieiei. Dann machen wir das mal anders. Dann werde ich hier zwei Doppelstockbettchen reinpacken. Wenn das geht. Muss ich langsam anbauen, glaube ich. Ist halt jetzt auch mit der Wand da. So. Ja, gefällt mir nicht ganz.
Aber ich glaube, dann wären wir in den nächsten Parts. Ich habe eigentlich viel Lust, ein bisschen rumzubauen, aber ich habe halt auch Angst, dass es euch ein bisschen zu langweilig wird, wenn ich dann eine Folge nur baue. Ich möchte eigentlich ganz gerne noch ein bisschen Anbau durchführen, auch hier das Zimmerchen umbauen. Ich hatte eigentlich Lust auch für Jamie, mir so ein kleines separates Häuschen irgendwie zu kreieren. Ich möchte gerne den Paddock noch ein bisschen umbauen. Also, es sind so viele Sachen. Dann werden wir hier, wenn das geht, wir zuweisen Eleanor. Und dann sagen wir aber erstmal Hallo. Respektvoll vorstellen. Und wer ist da? Und guckt über die Hecke. Da oben war. Vorsicht, Häufchen. Aber ansonsten, nee, warum bist du was mit dir? Ah, jetzt ist glücklich. Das war hier. Lockerer Zahn, ah ja. Häufchen direkt im Eingang. Pass bloß auf. Vielen Dank, Jamie. Kaio ist auch nicht jetzt ein Häufchen auf ein Häufchen machen, du Kaio. Hä? Ah, jetzt geht's. Du müsstest ein Arzt sein, oder? Du siehst mir wie ein Arzt aus. Kaio ist einfach vorne am Eingang eingeschlafen, okay? Über TV-Staffelpremiere beschweren. Ja, hast du ja bestimmt geguckt. Oder wahrscheinlich, weil er nicht gucken konnte. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ob sie uns dann gut hilft bei unserem Ranch-Leben. Ich sorge gleich mal auf Toilette. Er hat jetzt auch 2 Tage frei, sehr gut. Wie gesagt, 2 von 3 Patienten. Tobias, das schieben wir jetzt mal auf Seite. Kennt irgendjemand sie? Nee. Hupsi. Entschuldigung. Verstehen sie aber gut, ne? Was? Ich bin wohl kurz eingenickt. Das ist mir noch nie passiert. So, gucken wir mal ganz kurz. Wir fahren noch einmal drüber. Kaio geht's gut. Imuli ist eingeschlafen, geht's aber auch gut. Fluffel geht's supi. Jetzt ist noch Körnchen. Wo ist Körnchen? Ich bin hier hinten. Körnchen geht's auch gut. Okay. Da würde ich aber sagen, lass mal ihn jetzt auf Toilette gehen. Jamie ist fleißig. Ich denke auch, dass wir das so machen, dass wir uns kein Babysitter oder Babysitterin mehr oder Haushaltshilfe noch anschaffen werden momentan. Ich glaube, Jamie macht eine super Arbeit und Janet hilft uns eigentlich auch ganz gut mit dem Haus. Und jetzt haben wir ja sogar noch Eleanor, die uns hier noch ein bisschen unter die Arme greifen möchte. Bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Macht sie das Häufchen weg. Eigentlich müssen wir von ihr irgendwie noch ein Bildchen machen, dass wir es auch irgendwie hinkriegen, wenn sie es gerade weggeworfen hat. Dann werden wir noch so ein, vielleicht so ein Thumbnail-Bildchen machen. Oder fleißig getanzt? Nee, wird nicht getanzt. Naja, ins Haus legen. Dann machen wir vielleicht beim nächsten Mal ein Bildchen von dir. Ja, ich werde dich dran erinnern. Okay, und Fabian, ist sie streng? Komm, wir sagen nochmal Hallo. Freundlich vorstellen? Oder machen wir lustig vorstellen? Ich hoffe, ihr versteht euch. Ich bin so traurig. Ja, ich glaube, das wird schon eine lustige Angelegenheit hier. Machen wir so noch ein Bildchen. Und dann glaube ich, soll es das für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall an der Ranch wieder ein bisschen weiter rumwuseln. Ihr könnt da ganz gerne mal einen Kommentar reinschreiben, ob wir dann wirklich mal so machen, dass wir mal 1-2 Parts oder immer mal so einen Part zwischendurch schieben, wo wir dann halt, sage ich mal, 80-90% nur ein bisschen bauen werden. Ob ihr darauf auch Lust hättet. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ganz gerne wissen mit einem Daumen nach oben, ein Feedback, ein Kommentar. Freue mich immer riesig drüber. Und wenn ihr es nicht gemacht habt, ich hab so Hunger. Dann lasst mir doch gerne ein Abo da, verpasst keine Folge auf dem Kanal. Ich wünsche einen schönen Tag, morgen, Abend, wenn ihr das Video schaut. Und sag bis zum nächsten Mal. Haut da rein.